Nummer 22. Und ich bin gespannt. Die Gruppenspiele haben schon angefangen. Wir sehen jetzt gerade nochmal hier kurz links. Und jetzt geht's auch schon los. Wir haben die Cobra und Squall zusammen gegen Flora und Scorpion in den Doppel zu sehen. Und ich bin schon ein bisschen gespannt. Also das letzte Endzeit hat ja auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und ich denke, auch mit dem Roster, den wir heute jetzt wieder haben, sehen wir definitiv auch nochmal geile Games. Jetzt sehen wir ja schon, Cobra hat den ersten Sock hier verloren. Und Scorpion teilt hier wieder schwer mit einem Hit aus. Das ist auch sehr gut zu sehen. Spawn ist hier heute als Hero mit, wieder mit vertreten. Und die gehen hier aber auch wirklich in krasse Sache. Also das letzte Mal haben wir ja alle angefangen mit irgendwelchen Random Picks. Das war eine ganz witzige Nummer. Hier sehen wir zum Beispiel auch schon mal von Flora wieder ihren Main. Und halt hier auch von Scorpion. Hit. Wir sehen auch schon, die sind alle heute richtig gut eingespielt. Wir haben ja immer hier beim MDZ noch die Möglichkeit, uns vorher noch ein klein bisschen einzuspielen. Und das sieht man hier auch schon ganz gut mit am Gameplay. Also die haben auf jeden Fall Bock, die schenken sich hier gerade nichts. Teamgame jetzt gerade hier noch mit Stocklead. Ja, und das, ich finde, ist auch sehr interessant gerade zu sehen. Also die gehen halt tatsächlich hier auf die One-on-Ones, den Squall und Scorpion sehen wir auf der rechten Seite hier jetzt hier. Cobra prügelt sich links mit Flora zusammen. Ist schon eine witzige Nummer. Ich finde das auch immer super gut. Also bei Doubles finde ich das immer gerade super, wenn es dann halt so zwei One-on-Ones geht und dann nicht jemand dieses Schweizer in die Mitte wird. Ist auf jeden Fall interessanter zu sehen. Da hat Scorpion auch nochmal die Edge gut verteidigt, auch gegen Cobra hier noch. Hat währenddessen Squall bedient. Ah. Da war die Team Attack. Ist zum Glück ganz gut verlaufen. So, ich mache mir mal währenddessen nochmal schnell den Check auf. Ja, und dann sehen wir auch schon. Ja, im Chat ist auch ein bisschen was los. Moin, Pibi. Was geht? Ja, ich bin super gespannt. Gerade nachher noch auf die Singles. Die Doubles am Anfang sind auch immer einfach eine verdammt witzige Sache. Ja, das ist alles. Und zwar ist das alles unter Turnierraum und es ist witzig. Man gibt sich ja auch die allergrößte Mühe, aber ich finde es halt manchmal auch einfach cool, was sich da für Sachen zu sehen wird. Wir hatten letztes Mal zum Beispiel ein, zwei Spiele gehabt, wo alle vier Teilnehmer sich dazu entschlossen hatten, einfach mal random reinzubrechen und das war eine grandiose Sache, wenn ich mich frage. Ich mag sowas. So, jetzt. Cobra auf einen Stock, Flora hat auch nur noch einen Stock und Scorpion auch noch ein. So, damit hat Team Gelb jetzt gerade noch den Lead. Schauen, was Cobra daraus macht, aber er wird hier gerade echt durch die Gegend geteilt. Oh! Nice one. Okay, das hat Flora gut beendet. Coole erste Runde. Das Ding mit... Mit so einem schnellen, flinken Charakter, wie wir es halt mit Pit haben und dann noch so ein Off-Hit-Nischer mit DDD, ist halt auch gerade in Double echt eine fiese Nummer. Na, wenn du da die ganze Zeit dann gekommen wirst, du kriegst die Prozente immer mehr und mehr, deine Zahl steigt und steigt und steigt und am Ende kommt dann DDD und smasht dich dann nochmal raus oder wie in dem Fall halt mit einem Fair, ist schon eine heftige Nummer. Dann kannst du vielleicht auch gar nicht so viel machen. Na, gerade als Yoshi... Weiß nicht, was da deine Escape-Option sein sollte. So, Brüsterchen. Es ist sehr warm, Leute. Der Sommer schreit. Ich bin hier. Und von daher, tut euch den Gefallen. Holt euch was zu trinken. Denkt dran. H2O, sonst K.O.
Ist auf jeden Fall wichtig in diesen warmen Tagen. Und damit gehen wir ins zweite Game. Und ich bin gespannt. Alle wieder mit den Charakteren, die sie eben gerade schon hatten. Macht ja auch manchmal Sinn, einfach dann auch dabei zu sticken. Ne? Man gewöhnt sich ja auch an die Matchups mitunter. Und in dem Fall sieht das auch so aus, als wäre das von allen... Oh! Okay, okay, okay. Da kam der Nadelgeil. Ich habe überhaupt seinen Namen gerade übernommen im Kopf. Aber dann wurde gekontert vom Pit und hat dann leider auf Flora ziemlich hart getroffen. Das ist halt das Ding mit Objectives, ne? Die so unkontrollierte Objectives, sag ich schon. Projectiles, die durch die Gegend fliegen. Gerade in einem Double. Da kannst du mal ganz, ganz schnell aus Versehen deinen Kollegen mit raushauen. So. Scorpion. Ersten Stock raus, Flora auch und Ball auch. Damit Cooper mit 80% eigentlich noch ganz gut dabei. Mit seinen 3 Stocks. Das Match verlagert sich ein bisschen mehr auf die linke Seite der Plattform. Bin gespannt. Wenn jetzt alle wieder hier auf dem Flex sind, dann kann es ganz, ganz schnell Rambazamba gehen. Nee, hat sich wieder verteilt. Das ist auch sehr schön. Der Berg, er hat geklingelt. Ja, da waren 2 vom Upset von Flora. So, Scorpion geht für den Edge Guard, wird aber hier von Cooper noch mal ein bisschen gedrängt. Oh, da! Der Spike hat gesessen. Steht jetzt zwischen beiden. Back Air von Flora hat connected. Kommt aber wieder raus. Ja, weiß hier auf. Wow, okay, okay, okay. Aber da kam DDD auf jeden Fall nochmal gut raus. Habe ich jetzt nicht gedacht. Side B von Pit hat connected, hat ausgereicht, um Cooper hier ins Top zu ziehen. Kaboom! Das ist übrigens auch eine sehr interessante Mechanik. Also ich finde das beim Hero, ich finde es cool mit den Fähigkeiten. Sie sind sehr versatil. Man kann sie ja in viele verschiedene Richtungen mit einsetzen, dadurch, dass es ja halt auch sehr viele Fähigkeiten tatsächlich sind. Einige finde ich ein bisschen sehr OP tatsächlich, zum Beispiel mit der Teleportation, wenn du die jetzt bekommst, ne? Ja, oder allgemein auch die Crit-Mechanik seiner Pilz. Ich mag den aber sehr gerne zu sehen, also ich war auch selber ja, doch ein recht großer Fan von der Dragon Quest-Reihe. Von daher war ich sehr angenehm überrascht, den Hero dann mit dem Smash mal sehen zu dürfen. So, und jetzt haben wir die 2 gegen 1 Situation hier. Scorpion gegen Cooper und Squall. Steht hier mit 61% zwar noch ganz gut. Scheint sich auch gut behaupten zu können, aber der Edgeguard ist jetzt halt gut. Ne? Mit den Eiern geworfen von Yoshi und dann noch der Hero da vorne. Aber noch scheinen die beiden Jungs da irgendwie das nicht hinzubekommen. In der 14. Oh, sie wollen für Show. Wie bitte? Kann mir das mal bitte einer erklären, was da gerade passiert ist?